Okay, also meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie sich immer noch nicht von den vielen Indizes vertreiben haben lassen und dass Sie selbst nach den 2 Wochen wieder gekommen sind. Sie werden sich vielleicht erinnern, dass wir uns zuletzt mit einem Beispiel beschäftigt hatten. Das Beispiel sollte illustrieren, wozu man Tensoren, insbesondere Tensoren zweiter Stufe, verwenden kann. Und da hatten wir, wenn ich das kurz wiederholen darf, die Relation aufgeschrieben, bi ist gleich tij mal aj. Das ist eine typische Relation, bei der da ein Tensor zweiter Stufe vorkommt, der dazu dient, hier in dieser Gleichung den Zusammenhang zwischen einem Vektor a und einem Vektor b herzustellen. Und Sie denken sich vielleicht, das ist ja sowieso ganz einfach, wer braucht dazu einen Tensor? Das ist nur dann einfach, wenn die beiden Vektoren zueinander parallel sind. Wie zum Beispiel Geschwindigkeit und Impuls. Die sind immer parallel. Da kann man schreiben, der Impuls ist Masse mal Geschwindigkeit und braucht dieses ganze Zeug gar nicht. Aber wenn man mit zwei Vektoren zu tun hat, die zwar zueinander eindeutig zugeordnet sind, aber nicht notwendigerweise parallel sind, geht das so nicht. Und dann benötigt man einen Tensor zweiter Stufe. Das ist eine der wesentlichen Ausgangspunkte dafür, dass man diese Tensoren zweiter Stufe und dann auch höherer Stufe in der Physik verwendet. Das hat eigentlich dazu geführt, überhaupt diesen ganzen Formalismus aufzubauen. Diese ganze Sache mit den Basisvektortransformationen ist hier bereits berücksichtigt, weil wenn man also von einem auf ein anderes Basisvektorsystem überwechselt, mit Hilfe einer Transformation, dann werden sich also, wie Sie ja jetzt schon genau wissen, die Komponenten des Vektors a und auch dieses dem zugeordneten Vektor b in einer gewissen Weise ändern und das Transformationsverhalten dieses Tensors zweiter Stufe sorgt dann genau dafür, dass dieser Zusammenhang auch richtig bleibt, wenn man zu einem anderen Basisvektorsystem überwechselt. Das ist ein bestimmtes Basisvektorsystem, in dem man sich heute befindet. Irgendwo muss man ja sein. Und da hat man eben so einen Zusammenhang. Und dieser Zusammenhang bleibt richtig, auch wenn man das Basisvektorsystem ändert. Da ändern sich zwar alle Komponenten, aber der Zusammenhang bleibt gleich und die tatsächlichen Vektoren A-Pfeil und B-Pfeil und ihr Zusammenhang miteinander ändert sich auch nicht. Das ist das Elegante dran. Und das kann man also nur mit Hilfe der Tensorrechnung machen. Und wir haben begonnen, über ein Anwendungsbeispiel zu sprechen aus der Physik, nämlich die Elastizitätstheorie. Jetzt gehe ich nur ganz kurz vor, um Ihnen das nach 2 Wochen wieder in Erinnerung zu rufen. Wir betrachten einen festen Körper, keinen starren Körper, denn starre Körper sind nicht deformierbar, sondern einen festen Körper, der zwar eine feste Form hat, wenn man ihn in Ruhe lässt, aber wenn man ihn unter Spannung setzt, kann er verzerrt werden. Und dann treten in diesem Körper Spannungen auf und wir betrachten innerhalb eines derart verzerrten, verspannten, festen Körpers ein kleines Volumenselement und von dem wieder ein Oberflächenelement. Denn die umgebenden Volumenselemente wechselwirken mit diesem Volumenselement dieses ganzen festen Körpers immer nur über die Oberflächen. Die elastischen Kräfte sind Kräfte, die nur an den Oberflächen wirken. Keine lang weitreichigeren Kräfte, wie Gravitation zum Beispiel, die in das Innere dieses Volumens wirken würden.
wirken nur längs der Oberfläche. Und da betrachtet man also einerseits bei diesem Flächenelement den Flächenvektor dF-Pfeil so definiert, dass er erstens senkrecht auf dieses Flächenelement steht und zweitens die Länge dieses Flächenvektors ist betragsmäßig gleich dem Flächeninhalt dieses Flächenelementes. Das ist das eine. Und als zweites, na, viele rote Kreiden sehe ich da nicht, ein Kreidenmangel zu Weihnachten ausgebrochen. Als zweites den Vektor D, habe ich jetzt F oder K gesagt? K, dann bleiben wir auch dabei. DK-Pfeil, das ist der Kraftvektor, der aufgrund der umgebenden Volumenselemente auf dieses Flächenelement wirkt. Und der wird im Allgemeinen nicht, wie man das bei Flüssigkeiten zum Beispiel gewöhnt wäre, immer parallel zu diesem Flächenvektor sein, sondern kann einen Winkel ausüben, weil durch eine solche Schräglage kommt es auch zu einer Scherung dieses Volumens und nicht nur zu einer Kompression Dehnung. Also es geht darum, dass diese beiden Vektoren miteinander in Beziehung zu stellen sind. Und nachdem die also im Allgemeinen nicht parallel sind, macht man das also so, dass man den Ansatz macht, dass das DKI, jetzt genauso wie da oben aufgeschrieben, das DKI entspricht dem BI und dann TIK DFK. Und dieses TIK ist aber jetzt nicht irgendein Tensor, sondern der Spannungstensor. Daher kommt, das ist ja glaube ich das letzte gewesen, was ich noch am Ende der letzten Vorlesung gesagt habe, dieses TIK ist also der Spannungstensor und tendere ist das lateinische Wort für spannen, also daher hat diese Bezeichnung überhaupt ihren Ursprung. Deswegen verwende ich auch dieses Beispiel, weil es also auch historisch gesehen der erste Zugang zur Tensorrechnung in der Physik war. Da haben wir also Indizes oben und unten in weiterer Folge, damit es hier einfacher ist, weil wir das hier nicht brauchen für dieses Beispiel, wählen wir eine orthonormierte Basis für das Weitere. Also alle Vektoren, Basisvektoren haben die Länge 1 und sind paarweise aufeinander senkrecht. In dem speziellen Fall ist dann der Metriktensor die Einheitsmatrix und dann ist es egal, wenn man die Indizes hinauf oder hinunter zieht, die Werte bleiben alle gleich. Für diesen speziellen Fall und nur für diesen kann man dann alle Indizes unten schreiben und schreibt daher DKI ist gleich TIK DFK. Das geht aber nur unter dieser Voraussetzung. Es zeigt sich, das möchte ich hier nicht näher begründen, dass dieser Tensor symmetrisch ist. TIK ist gleich TKI. Also ein T12 ist dasselbe wie ein T21 für alle beliebigen Kombinationen. Also der Spannungstensor ist symmetrisch. Bitte. Ich glaube, ich kann Ihnen das mit dem, was ich jetzt gleich unmittelbar besprechen werde, etwas erläutern, was die anschauliche Bedeutung dieser Komponenten TIK des Spannungstensors ist.
Aber die Ortsabhängigkeit ist hier nicht wirklich entscheidend, weil wir uns immer nur auf ein kleines Volumenselement beziehen, das so klein gewählt wird, dass sich die Eigenschaften innerhalb dieses Volumenselementes nicht wesentlich ändern. Aber natürlich, letzten Endes, wenn man einen ausgedehnten Körper betrachtet, dann wird auch der Spannungstensor ortsabhängig sein. Aber über solche Dinge machen wir jetzt noch keine Aussage, weil dann sprechen wir von Tensorfeldern, wo dann einzelnen Punkten im Raum entsprechende Vektoren oder Tensoren zugeordnet werden. Das kommt auch noch, etwas später. Dieses Beispiel soll sich damit jetzt noch nicht auseinandersetzen. Wir beziehen uns also auf einen Bereich hier von diesem Volumen, bei dem sich die Bedingungen so wenig ändern, dass man eine räumliche Positionsabhängigkeit nicht betrachten muss. Aber was bedeuten jetzt diese TIK? Sind das jetzt auch physikalisch fassbare, relevante Größen? Sie werden sehen. Das sind sie. Und die haben also genauso gut wichtige Anwendungsmöglichkeiten wie auch die Komponenten eines Vektors. Da kann man sich ja eher was vorstellen. Bei seinem Tensor hat man diese unmittelbare Vorstellung, diese geometrische, nicht. Aber Sie werden sehen, man kann doch eine physikalische Bedeutung dieser Komponenten, dieses Spannungstensors, speziell hervorgehoben jetzt für die orthonormierte Basis. Diese Beziehung, die hier steht, werde ich jetzt einmal, obwohl das ein bisschen fad ist, aber doch, das tun wir uns jetzt an, damit Sie sehen, was dann wirklich gemeint ist damit, in Komponenten aufschreiben. Na, das ist gleich so eine Fingerübung, was denn da eigentlich passiert. Also das I in der Gleichung, das kann man ja wählen, das ist ein freier Index. K ist ein Summationsindex. Jetzt nicht sagen, wieso sind die beide unten? Weil wir uns auf eine orthonormierte Basis beschränken und es nicht notwendig ist, die getrennt aufzuschreiben, weil es keinen Unterschied macht, ob er unten oder oben steht. Das gilt aber nur für die orthonormierte Basis. Wir wollen uns das jetzt heute nicht antun, dass wir uns diese Schwierigkeit hier mit... Ich will Ihnen nur zeigen, wie man also die Komponenten dieses Spannungstensors, wie man die anschaulich verstehen kann, was die eigentlich bedeuten. Na, dazu schreiben wir es auf. Setzen wir einmal I gleich 1. Dann haben wir also DK1. Muss jetzt so I 1 stehen und K wird summiert. Das ist also T11 DF1 plus T12 DF2 plus T13 DF3. DF1, DF2, DF3 sind die drei Komponenten des jeweiligen Flächenvektors. Dieses Flächenvektors da hier. Na, für die zweite Komponente setzen wir also I gleich 2. Dann haben wir DK2 ist gleich T21 DF1 plus T22 DF2 plus T23. DF3. Und Gott sei Dank haben wir ja nur drei Raumdimensionen, deswegen können wir dann mit I gleich 3 schon fertig machen. DK3 ist T31 DF1 plus T32 DF2 plus T33 DF3. Sie sehen, wie ökonomisch die Tensorschreibweise ist. Diese ganz einfache Gleichung mit wenigen Indizes bläst sich sofort auf sowas auf, wenn man sie im Einzelnen dann aufschreiben möchte. Aber jetzt machen wir das, damit ich Ihnen zeigen kann,
anhand dieser expliziten, ausgeschriebenen Version, was denn diese verschiedenen T's, die da drinnen alles stehen, da stehen ja alle Komponenten dieses Tensors drinnen, dieses Spannungstensors, was das bedeutet. Und um das zu verstehen, machen wir einmal eine Annahme und durch entsprechende Wahl des Flächenelements da drauf, auf der Oberfläche dieses kleinen Volumens, kann man diese Annahme immer erreichen, dass das Flächenelement, also dieses kleine Flächenelement, dass das senkrecht zur x1-Achse steht. Irgendwie muss die x1-Achse ja liegen und dann suchen Sie sich ein solches Flächenelement dem allen aus, das dann senkrecht auf die x1-Achse liegt. In dem Fall dann, wenn das der Fall ist, dann wird also der Flächenvektor dFi, das ist jetzt eine Klammer, wo alle drinnen stehen, dF1, dF2, dF3, und der ist in dem Fall dann dF0,0. Der Flächenvektor hat keine Komponente in der x2-Achse, keine Komponente in der x3-Achse, nur eine Komponente in Richtung der x1-Achse. Und das heißt, der Flächenvektor zeigt parallel zur x1-Achse und damit wird das Flächenelement senkrecht zur x1-Achse sein. Da ist das Flächenelement, da ist der Flächenvektor, der ist parallel zur x1-Achse, also ist die x1-Achse senkrecht zum Flächenelement. Das sind so Überlegungen, auf die man sich irgendwie einrichten muss im Laufe der Zeit. Ist Ihnen das verständlich? Das ist wichtig. Nicht, dass Sie jetzt denken, ja, nicht verstanden, ist eh wurscht. Ist nicht wurscht. Sie müssen wissen, was da gemeint ist. Deswegen immer wieder die Aufforderung, mit der ich Ihnen auch nicht auf die Nerven gehen will, dass Sie sich melden sollen, wenn was unsicher ist, unklar. Also indem wir diese Annahme machen, können wir uns jetzt natürlich sofort dann ausrechnen, wie groß denn diese dk1, dk2 und dk3 in dem Fall sein werden. Also unter dieser Annahme. Man erhält damit also Folgendes. Das ist jetzt im Spezialfall, wenn das Flächenelement nicht irgendwie gerichtet ist, sondern senkrecht auf die x1-Achse gerichtet ist. Ja, was bleibt denn dann über? Das df1 ist df, das sind diese ganzen df1. Und df2 ist 0 und df3 ist 0. 0, 0. Das heißt, das alles fällt einmal weg. Das ist mal angenehm. Es bleibt nur stehen, dk1 ist gleich t11 mal df1. df1 ist aber das ganze df. Nachdem es nur die Komponente hat und wir in autonomierten Basisvektoren sind und die Basisvektoren Einheitsvektoren sind mit der Länge 1, dann ist das df, diese erste Komponente, auch schon der Betrag, weil andere Komponenten hat es ja nicht. Und es ist ja, die Basisvektoren sind Einheitsvektoren. Daher schaut das so aus. Und dann klarerweise, dk2 ist dann entsprechend t21 df und dk3 ist t31 df. Naja. Und jetzt lässt sich das natürlich sehr leicht umformen. Entschuldigen Sie, dass ich das so langsam mache. Aber ich glaube, das ist einmal ganz gut, dass wir uns das so herausdestillieren, was jetzt diese einzelnen T, I, J, die da drinnen stehen, wirklich sind. Denn jetzt können wir durch das DF durchdividieren und kriegen also folglich, es bleibt nicht so einfach, es wird schon wieder auch spannender, aber andererseits, manchmal ist ja ganz gut, wenn man auch in einfachen Verhältnissen sieht, wie die Geschichte funktioniert. Es ergibt sich daraus also jetzt, dass das T11 gleich ist dk1 durch df und das t2
2,1 ist dk2 durch df. Und letzten Endes t3,1 ist dk3 durch df. Na schauen Sie, was kriegen wir damit? Man erkennt aufgrund dessen, dass das T2,1 zum Beispiel, das T2,1, was ist denn das jetzt eigentlich? Nehmen wir das also einmal her, T2,1. Da wird dk2 durch df dividiert. Also das ist die 2-Komponente der Kraft, die da wirkt, pro Flächeneinheit. Also die x2-Komponente der Kraft pro Flächeneinheit. x2-Komponente der Kraft pro Flächeneinheit. Und zwar dürfen wir jetzt unsere Annahme nicht vergessen. Auf 1 zur x1-Achse auf 1 zur x1-Achse senkrechtes Flächenelement. Also, die x2-Komponente der Kraft, wir reden über das jetzt da hier, die x2-Komponente der Kraft pro Flächeneinheit auf 1 zur x1-Achse senkrechtes Flächenelement und das ist es. Ja. Sie haben gemeint, das Flächenelement steht senkrecht auf die x1-Achse. Genau. Wieso haben Sie dann einen Vektor aufgeschrieben, der nur in die x1-Achse steht? Also das Ding. Ja, sehen Sie, es ist doch gut, dass man es jetzt noch einmal klar macht. Das ist das Flächenelement. Denken Sie sich, das ist das Volumen, da ist das Flächenelement. So geht die x1-Achse. Kann ja sein. Der Flächenvektor steht senkrecht auf das Flächenelement. Damit ist der Flächenvektor parallel zur x1-Achse. Und die x1-Achse senkrecht auf das Flächenelement. Weil der Flächenvektor ja senkrecht auf das Flächenelement steht. Daher wird der Flächenvektor nur eine x1-Komponente haben. Weil er ja parallel zur x1-Achse ist. Der hat keine anderen Komponenten. Also dieser dfi ist Flächenvektor. Das ist der Flächenvektor und für die Annahme, dass das Flächenelement senkrecht auf die x1-Achse steht, wird dieser Flächenvektor, der ja senkrecht auf das Flächenelement steht, parallel zur x1-Achse stehen und daher nur eine x1-Komponente haben. Das müsste ja nur zur Vollständigkeit auf ein Vektorzeichen drauf. Wir reden hier nur von Komponenten. Dieses Symbol bedeutet, das ist eine Spalte mit den Größen df1, df2, df3. Der Vektor ist dann, dann würde ich schreiben, df-Pfeil ist gleich df1 mal e1-Pfeil plus df2 mal e2-Pfeil plus df3 mal e3-Pfeil. Diese Basisvektoren, das schreiben wir gar nicht mehr hin. Mehr und mehr gehen wir dazu über, die Gleichungen nur für Komponenten aufzuschreiben. Da stehen nur die Komponenten. Und das ist die x1-Komponente des Flächenvektors. Die ist auch gleich der Länge des Flächenvektors. Er hat ja nur die Komponente. Und weil das in einer orthonormierten Basis ist, wo die Basisvektoren alle die Länge 1 haben, wird dann die Komponente auch gleich die Länge des Vektors sein. Ja? Ist das verständlich? Nicht nur überredet, sondern überzeugt. Also Sie können es ja nochmal sich, das, manche Sachen müssen Sie ein bisschen setzen.
Aber man darf andererseits nicht völlig die Übersicht verlieren, denn dann wird man ja hilflos. Aber ich glaube, das kann man so schon verstehen. Und ich scheue mich ja nicht davor, Vektoren auch als Vektoren mit Pfeil aufzuschreiben. Aber es zeigt sich in der Tensorrechnung, wo man mit derartigen Beziehungen zu tun hat, da ist es nicht weit her mit der vektoriellen Darstellung. Weil was machen Sie dann mit dem TIK da hier? Da könnten Sie schreiben, DK-Pfeil ist ein T-Schlange mal DF-Pfeil. Und das T-Schlange ist irgendwas. Um es aber letzten Endes aufschreiben zu können, müssen Sie es in Komponenten machen. Und das ist ja kein Nachteil. Denn die Komponenten sind ja dann das, womit man konkret wirklich arbeiten kann und die dann letztlich auch die konkreten numerischen Ergebnisse liefern. Nur muss ich immer wissen, was ist mein Basisvektorsystem gewesen, damit ich am Schluss dann feststellen kann, wohin mein Vektor wirklich zeigt. Auf das muss man sich einigen. Und wenn man bei den Rechnungen mal draufkommt, besser wäre ein anderes Basisvektorsystem, so macht man eine Transformation der Vektorbasis. Das können wir ja. Also die Flexibilität ist gegeben. Na gut, ich will das nicht überstrapazieren. Ich hoffe, dass den meisten jetzt klar ist, was gemeint ist. Ich hoffe genau, dass allen klar ist, dass was gemeint ist. Und jetzt schauen wir uns noch das T3.1 an, in entsprechender Weise. T3.1. Schauen wir, was wir da haben. Da haben wir also die X3-Komponente der Kraft, das DK3. Die 3-Komponente dieser Kraft DK-Pfeil. Also die X3-Komponente der Kraft, wieder pro Flächeneinheit, wenn man die Kraft durch das dF durchdividiert, kriegt man die Kraft pro Flächeneinheit. Das ist ja logisch. Also pro Flächeneinheit und natürlich wieder auf ein zur x1-Achse senkrechtes Flächenelement. Na, jetzt habe ich viel geschrieben. Aber jetzt kann man schon erkennen, das lässt sich dann verallgemeinern. Jetzt haben wir ja das nur gemacht einmal für den Fall, dass das Flächenelement senkrecht zur x1-Achse steht. Daher steht auch da immer der 1er hier. Und mir kann nur das 2 und 3 halt so variieren. Generell ergibt sich also daraus, damit allgemein, das TIK ist dann, also 2 und 2 Komponente, 3 und 3 Komponente, I-Komponente, die XI-Komponente der Kraft pro Flächeneinheit, das darf ich ein bisschen abkürzen, auf 1 zu und jetzt haben wir ja da die x1-Achse gehabt, deswegen stehen da überall die 1er. Wenn jetzt da ein k ist, zur k-Achse. Senkrechtes Flächenelement. Und das ist also die allgemeine Bedeutung von dem TIK. Das ist also tatsächlich eine physikalisch relevante Größe. Das ist die XI-Komponente der Kraft pro Flächeneinheit, die auf 1 zur K-Achse senkrechtes Flächenelement wirkt. Wenn Sie das jetzt spezifizieren zu 2 und 1, kommen Sie wieder auf genau das, was da oben steht.
Ich hätte sie sofort setzen können, wir hätten eine neue Annahme machen können. Flächenwind senkrecht zur X2-Achse, dann schreibe ich das wieder alles auf. Aber das wird dann so fad, dann gegen es aus, das passt, das ist wohl's nicht. Deswegen glaube ich, dass das also hinreichend detailliert ist. Was wir unter diesem TIK stehen. Und jetzt sehen Sie, es geht immer um Komponenten einer Kraft pro Flächeneinheit. Kraft pro Flächeneinheit, das ist in der Hydrodynamik der Druck, der halt auf eine Flüssigkeitsoberfläche geht. Aber bei der Hydrodynamik ist er immer senkrecht auf die Flüssigkeitsoberfläche im Gleichgewicht. Dagegen bei den Festkörpern, wo es auch die Scherungskräfte gibt, gibt es also zumindest Komponenten, die eben schief zu dieser Oberfläche liegen, sodass das eben verschert werden kann. Und daher geht es also so, dass eben diese beiden Vektoren dk und df nicht immer parallel zueinander sind. Und das bedeutet, dass dieses tik dann nicht einfach ein Druck ist, sondern wir nennen das in der Elastizitätstheorie dann eine Spannung. Hat dieselbe Dimension, Kraft pro Fläche. Aber dieser Spannungsvektor kann auch schief zu der Fläche stehen, was bei einer Flüssigkeit im Gleichgewicht nie der Fall ist. In der Hydrostatik stehen die immer senkrecht sind, sonst hätte die Flüssigkeit sich verfließen irgendwie, aber das kann ja der Festkörper nicht. Der kann ja ein bisschen verscheren, aber dann bleibt er schon nicht. Es sei denn, man macht zu große Kräfte, dann zerreißen. Aber das ist dann nicht, was man mit der einfachen Elastizitätstheorie berechnen kann. Das wird dann viel, viel komplizierter. Also, daher haben wir also hier Spannungen. Diese TIK sind Komponenten von Spannungen auf ein jeweiliges Flächenelement. Und das heißt, der Tensor TIK ist der Tensor der Spannungen, weil die einzelnen Komponenten TIK dieses Tensors sind lauter Spannungen. Deswegen nennt man ihn eben auch den Spannungstensor. Das ist der Tensor, die Matrix, wo lauter Spannungen drinnen stehen. Deswegen ist es der Spannungstensor. Es gibt natürlich vielerlei andere Tensoren, da steht dann was anderes drinnen. Deswegen ist eigentlich der Name Spannungstensor gerechtfertigt. Nur, dass man es außerdem Tensor nennt und Tensor wieder von Tendere kommt, das hat historische Ursachen. Ja, irgendwie muss man ja nennen. Letzten Endes, so ein Tensor ist eben, das habe ich glaube ich eh schon ein paar Mal gesagt, nichts anderes als eine Matrix, Tensor zweiter Stufe, als eine Matrix mit dem richtigen Transformationsverhalten. Die Matrix besteht aus Matrixelementen und diese Matrixelemente haben physikalische Bedeutungen. Hier sind es Spannungen, also Komponenten von Kräften pro Flächeneinheit. Spannungskomponente stehen da drin. Daher haben diese TIK auch eine Dimension. Newton pro Quadratmeter ist die Dimension. Kraft pro Flächeneinheit. Da stehen also wirklich physikalische Größen drinnen, so wie man auch bei einem Vektor, bei den Komponenten ja auch physikalische Größen hat. Wenn Sie einen Kraftvektor hernehmen, dann wird die Kraft K-Pfeil, die Komponenten K1, K2, K3 haben und diese Komponenten haben jeweils die Dimension Newton, einfach nur Newton in den verschiedenen Richtungen. Das sind Kraftkomponenten längs der entsprechenden Einheitsvektor, Basisvektoren. Alle die Komponenten, mit denen wir da zu tun haben, haben dann in der Physik richtig entsprechende Größen mit Einheiten. Das sind konkrete Größen, die für die Physik relevant sind. Also jetzt habe ich mich da ziemlich ausgebreitet, weil ich wollte, dass Sie sehen, dass das nicht nur so komische, esoterische Dinge sind, die wir da machen, sondern das hat ganz konkrete Hintergründe. In den entsprechenden Anwendungen haben die jeweiligen Tensoren dann Komponenten, die einfach physikalische Größen sind mit Zahlenwert und Einheit, so wie es sich gehört für eine physikalische Größe. Damit ist zu rechnen.
Also wir haben diese Beziehung bekommen, dass die TIK die ite Komponenten der Kraft sind auf eine zur K-Achse senkrechtes Flächenelement. Daraus sieht man sofort T11, T22 und T33. Das sind also die erste Komponente der Kraft auf 1 zur 1 Achse senkrechtes Flächenelement, zweite auf 1 zur 2 Achse und so weiter. Das heißt, das entspricht Dehnungen oder Kompressionen. Je nachdem, was für Vorzeichen diese T11 oder T22, T33 haben, kann ja sein, dass die Kraft eben auf dieses Flächenelement hineinwirkt oder herauszieht aus dem Körper. Dann können diese Dehnungen auftreten oder Kompressionen, wie man auch einen Stab dehnen kann oder stauchen kann. Darüber werden wir sofort anschließend noch kurz sprechen. Während aber die T12, T13 und T23, das ist jetzt zum Beispiel also die X1-Komponente der Kraft auf 1 zur X2-Achse senkrechtes Flächenelement. Das ist dann eine Kraft, die in dem Flächenelement wirkt. Das heißt, das sind reine Scherungen. Und mehr gibt es nicht mehr, weil wegen der Symmetrie ist T12 gleich T21, T1 gleich T31 und T23 gleich T32, hat nur 6 unabhängige Komponenten im dreidimensionalen Raum. Noch eine weitere Spezialisierung, damit das wirklich klar ist. Als Spezialfall nehmen wir also einen Stab an und auf diesen Stab, der hat also da, er ist so gelegt, dass in dem Stab drinnen, was für eine Achse habe ich gewählt, die X3-Achse sich befindet. So legen wir halt die Achse in diesen Stab hinein. Da hier gibt es den Stabquerschnitt. Und da gibt es natürlich senkrecht auf die X3-Achse eine X1- und eine X2-Achse. Naja, und da kann man natürlich sofort erkennen, auf die Seitenfläche, also wir wollen nur dehnen oder stauchen. Eines Stabes. Und da gibt es also nur die Möglichkeit dann eben, dass in diesen Stirnflächen Kräfte entweder nach außen wirken oder nach innen wirken. Aber in den Seitenflächen gibt es keine Kräfte. Wenn man sich da hier so eine Seitenfläche von diesem Stab vorstellt. Also keine Kräfte auf Seitenflächen, nur auf die Stirnflächen. Und wenn es also auf die Seitenflächen keine Kräfte gibt, dann muss einmal das TI1 gleich dem TI2 gleich 0 sein. Also es auf eine Fläche senkrecht zur X1-Achse oder senkrecht zur X2-Achse tritt keine Kraft auf. Außerdem wissen wir, dass der Spannungstensor symmetrisch ist und damit bleibt, wenn man sich das überlegt, wenn man durch die I alle durchgeht von 1 bis 3 nur über, es verbleibt eine Komponente ungleich 0. Und das ist T33. Also dieser Tensor TIK
die Form am 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, T3, 3. Und wieder, so wie wir ja gesagt haben, diese TIK sind Spannungen, Kräfte pro Flächeneinheit. So ist dann eben dieses T3, 3 entsprechend der Kraft pro Flächeneinheit in den Stirnflächen. Daher ist das T3, 3 die Spannung, Kraft pro Flächeneinheit auf den Stabquerschnitt. Und das nennt man dann auch eben, weil es senkrecht auf den Stabquerschnitt wirkt, weil wir ja gesagt haben, wir machen nur Dehnung oder Stauchung dieses Stabes oder Drahtes, sprechen wir hier dann auch von einem Druck. Aber der Druck kann positiv oder negativ sein, je nachdem, ob ich dehne oder stauche. Und das wird also dann hier auch so ausgedrückt, indem man das dann eben so schreibt, lauter Nullen. Und am Schluss steht da einfach dieser Druck, der je nachdem, ob es eine Dehnung oder eine Stauchung ist, positiv oder negativ sein wird. Also eine ganz einfache, anschauliche Darstellung, wie man die Spannungsverhältnisse an einem gedehnten oder gestauchten Stab darstellen kann. Natürlich ein sehr einfaches Beispiel. Kann natürlich dann viel komplexere Beispiele geben, aber Sie können daraus, glaube ich, schon sehen, wie dieser Spannungstensor angewendet wird. Aber natürlich muss es auch einen Übergang geben in den Bereich, den Sie schon kennen, wo man keinen Tensor braucht. Und das ist dann der Fall, wenn wir als Spezialfall jetzt noch eine Flüssigkeit, keinen Festkörper, eine Flüssigkeit unter Druck im Gleichgewicht betrachten. Bei einer Flüssigkeit unter Druck sieht die Sache anders aus. Da kann es im Gleichgewicht keine Scherungskräfte geben, weil darauf würde die Flüssigkeit so reagieren, dass sie so lang fließt, bis es dann letztlich im Gleichgewicht kein weiteres Fließen gibt und die Kräfte wieder senkrecht auf die Oberfläche sein müssen. In der Hydrodynamik, also insbesondere in der Hydrostatik, kann man eben davon ausgehen, dass der Druck, die Druckkraft, immer senkrecht auf die entsprechende Flüssigkeitsoberfläche ist. Naja, wenn das aber der Fall ist, dann ist es natürlich so, dass die Druckkraft einerseits und der Flächenvektor andererseits immer parallel zueinander sind. Weil der Flächenvektor ist senkrecht auf das Flächenelement, die Druckkraft ist auch senkrecht, weil bei Flüssigkeiten man keine Scherkomponenten haben kann. Damit ist jetzt der Fall, dass unter diesem speziellen, unter dieser Voraussetzung dann eben die Kraft, die wirkt, und der Flächenvektor parallel zueinander sind. Ja, dann ist es einfach. Dann brauchen wir ja die ganze Tensorgeschichte gar nicht mehr. Na, wie wird sich das also darstellen? Wir werden da also jetzt als Vektoren aufgeschrieben haben, das DK-Pfeil ist einfach gleich minus P mal DF-Pfeil. Denn das DF zeigt nach außen. Der Druck wirkt aber auf das entsprechende Flüssigkeitsvolumen und zeigt nach innen. Daher wird hier jetzt rein anschaulich gesehen, ich will jetzt nicht nochmal so ein Volumenselement aufzeichnen, das ist Ihnen, glaube ich, jetzt klar, die wirkende Kraft auf das Flächenelement parallel ist zur Fläche, zum Flächenvektor. Und der Faktor da hier ist jetzt nur mehr eine einzige Konstante. Wie hängt das jetzt mit unserem bisherigen Formalismus zusammen? Bricht er jetzt zusammen bei diesem einfachen Beispiel?
Keineswegs. Sie werden gleich sehen, wie einfach das geht. Denn wenn wir jetzt wieder auf die Indexschreibweise übergehen, dann haben wir hier, das dki ist gleich minus p mal dfi. Wieder alle Indizes unten. Wir bleiben nach wie vor in einer orthonormierten Basis. Hier brauchen wir keine andere. Nur jetzt können wir unsere Tricks, oder sagen wir, sind ja keine schlechten Tricks, nicht? Sind ja einfach Regeln. Unsere Regeln aus der Tensorrechnung anwenden, indem wir dieses dfi umschreiben. Wir schreiben, das ist nichts anderes als delta ik mal dfk. Wenn Sie jetzt urblöd vorkommen, wozu tut man sowas? Das Delta IK, wenn da über K summiert wird, tauscht den Index aus. Alle Indizes unten wegen der orthonormierten Basis. Also Delta IK mal dfk ist gleich dfi. Weil nur für i gleich k bleibt in dieser Summe über k ja was stehen. Und das ist dann das dfi. Das kennen Sie schon lang, die Geschichte mit dem Austausch der Indizes. Na, wenn man aber das so schreibt, dann kommt jetzt also heraus, minus p, der ik, mal dfk. Na, schauen Sie an, jetzt auf einmal passt die Sache wieder, denn wir hatten dki ist gleich tik dfk. DKI ist TIK mal DFK. Jetzt schaut da in dem Fall der Spannungstensor so aus, dass TIK, der ganze Tensor, ist jetzt minus P mal dem Kronecker-Delta. Also nur für I gleich K steht was da, alles andere ist 0. Und wenn I gleich K ist, dann ist das 1 mal minus P. Sagen wir minus P, 0, 0, 0 minus P, 0, 0, 0 minus P. Wenn der Spannungstensor so ausschaut, na, dann können wir auf die Tensorrechnung verzichten. Weil dann kann man den Weg zurückgehen, das da so einsetzen, den Index austauschen und es bleibt so stehen, wo einfach nur eben da zwei parallele Vektoren, K-Pfeil und F-Pfeil da sind und das minus P ist der Faktor, mit dem die miteinander verbunden werden. Verstehen Sie? Also für den Fall, dass die Vektoren jetzt nun doch alle parallel zueinander sind, geht das natürlich auch mit dem, nur dann vereinfacht sich das so, dass man das dann umschreiben kann und dann steht es ohne Tensor da. Da geht es mit einem Skalar. Dagegen, wenn die Vektoren nicht parallel sind, brauchen es den ganzen Tensor, um die miteinander in Verbindung zu setzen. Also in dem Fall reduziert sich der Spannungstensor auf ein Vielfaches der Einheitsmatrix und in dem Fall ist der Zusammenhang zwischen dem K-Pfeil und dem F-Pfeil einfach mit einer konstanten skalaren Größe, mit dem Druck in Verbindung zu setzen. Gibt es dazu eine Frage? Sie sehen, ich habe mich sehr ausführlich mit dem jetzt auseinandergesetzt, damit Sie schon sehen können, dass da unmittelbare physikalische Anwendungen drinnen stecken. Und man sich also nicht wundern soll, dass es dann die verschiedensten Tensoren in der Physik gibt, die also richtig konkrete physikalische Interpretationen haben. Jetzt möchte ich aber doch noch, es ist ja schon wund, der gibt immer noch keine Ruhe mit dem, doch noch einen weiteren Moment bei der Elastizitätslehre bleiben. Weil es gibt ja also eine interessante Sache, die Sie sicher schon gehört haben, entweder in der Vorlesung oder in der Schule, dass die Spannungen und die Verzerrungen miteinander in Beziehung stehen. Wenn Sie einen Draht haben und an dem wird eine Spannungskraft angewendet, dann wird sich der Draht um eine gewisse Strecke verlängern. Und wenn die Kraft, die Spannung, die da wirkt auf den Drahtquerschnitt, doppelt so groß ist, wird er sich auch ums Doppelte verlängern. Solange man im elastischen Bereich bleibt,
wenn man es übertreibt, dann wird es zunächst einmal auseinanderfließen und dann letztlich reißen. Das ist außerhalb. Ja, oh ja, jetzt hört man es wieder. Irgendwo war ich kurz blind. Außerhalb des, wie wir sagen, Hooke'schen Bereiches. Weil das Hooke'sche Gesetz ist ein ganz einfaches, empirisches Gesetz, das eben aussagt, dass die relativen Längenänderungen eines Drahtes proportional sind zu der Größe der Spannung, die in den Grenzflächen angewendet werden. Das geht, solange man es nicht übertreibt. Solange, wenn man die Spannung wegnimmt, der wieder auf seine ursprüngliche Größe zurückgeht. Naja, also da hat man einen sehr einfachen Zusammenhang zwischen den Spannungen und den sich daraus ergebenden Verzerrungen. Und dieses Hooke'sche Gesetz, besagt also im Wesentlichen, dass innerhalb des Hooke'schen Bereiches die Spannungen proportional zu den Verzerrungen sind. Die Proportionalitätsfaktoren, das sind dann diese Module, Dehnungsmodul, Kompressionsmodul, Scherungsmodul, werden Sie vielleicht schon einmal was davon gehört haben. Damit charakterisiert man verschiedene Materialien, welche die sich mehr wehren gegen das Stauchen oder Dehnen und andere, die sich weniger wehren, nicht? Die also fester oder weniger fest sind. Also Spannungen sind jedenfalls proportional zu Verzerrungen. Größere Spannungen entsprechen größeren Verzerrungen. Das macht man im üblichen Fall so, dass man das eben als eine lineare Beziehung in nur einer Dimension hernimmt, wenn man einen Draht hat und die Kraft auch nur in einer Richtung geht. Aber das kann man jetzt auch allgemein machen. Zusätzlich zu dem Spannungstensor, der also den Spannungszustand in einem Festkörper allgemein wiedergibt, kann man auch, und wie man das genau macht, erkläre ich Ihnen jetzt nicht, sonst haben wir nämlich auf, Vektortensorrechnung zu machen, reden nur mal über Elastizitätstheorie. Das würde zu weit gehen. Aber man kann jedenfalls auch den Verzerrungszustand eines festen Körpers ebenfalls mit Hilfe eines Tensors zweiter Stufe darstellen. Der sogenannte Verzerrungstensor. Und damit lässt sich diese Eigenschaft, die Spannungen sind proportional zu den Verzerrungen, auch so schreiben, dass man sagt TLM, das ist also der Spannungstensor, hängt in linearer Weise mit den Verzerrungen zusammen, U, I, J, das sind die Verzerrungen, und dann bleibt dazwischen also, sagen wir K, UIK, weil wir jetzt überall K gehabt haben, TIK, UIK. Das J und das I ist nicht so angenehm, weil I und J bei der Schreibschrift sich, das schaut so ähnlich aus. Also aus rein praktischen Gründen macht man das also so. Und dazwischen muss es also jetzt auch einen sozusagen Proportionalitätsfaktor geben und das ist jetzt ein Tensor, den man als Lambda bezeichnet, LMIK. Oger raus. Ein Tensor vierter Stufe. Aber so wie man einen Tensor zweiter Stufe braucht, um zwei Tensoren erster Stufe miteinander in Beziehung zu setzen, so braucht es einen Tensor vierter Stufe, um zwei Tensoren zweiter Stufe miteinander in Beziehung zu setzen. Das ist der uns jetzt schon bekannte Spannungstensor und dieser Tensor UIK charakterisiert in gewisser Weise, was ich nicht näher erläutere jetzt, den Verzerrungszustand eines Körpers. Also um welche Beträge sich die Form dieses Körpers ändert, aufgrund der auf den Körper angreifenden Spannungen. Und dieser Tensor da hier, den nennt man dann einfach den Tensor der Elastizitätsmodulen.
So wie wir schon gesagt haben, die Dehnung eines Drahtes abhängig von der angreifenden Kraft, um das ausrechnen zu können, braucht es dieses einfache Hooke'sche Gesetz und da stehen dann drinnen zum Beispiel ein Dehnungsmodul, der eben beschreibt, wie gut sich dieser Stahldraht dehnen lässt oder nicht. Und da stehen also jetzt etliche Komponenten drinnen. Und da hat man also einen Tensor der Elastizitätsmodulen. Das Ganze spielt sich naturgemäß im dreidimensionalen Raum ab, so dass man also da, stellen Sie sich vor, 3 mal 3 ist 9, mal 3 ist 27, mal 3 ist 81 Elastizitätsmodulen hätten. Das ist ja wirklich völlig entsetzlich. Aber so arg ist es nicht, weil jetzt muss man wieder einmal, muss Ihnen wieder etwas sagen, was Sie mir heute glauben sollen. Da hier haben wir ja schon gesagt, der Spannungstensor ist symmetrisch. Es zeigt sich auch, der Verzerrungstensor ist symmetrisch. Und außerdem zeigt sich auch, dass es noch eine weitere Symmetrie gibt, wenn man LM und IK miteinander austauscht, ändert sich dieser Tensor der E-Modulen auch nicht. Also wenn das symmetrisch ist, muss natürlich auch das symmetrisch sein. Wenn Sie das umändern und es ändert sich nichts, dann muss man das auch umändern können. Und ebenso mit dem IK. Und da kann man dann mühsam und langwierig sich jetzt aufschreiben, wie viel wirklich letztlich überbleiben an unabhängig festlegbaren E-Modulen. Und es zeigt sich im allgemeinen Fall, hat dieser Tensor der E-Modulen 21 unabhängige Komponenten. Also 21 Modulen, guter Gott. Aber das ist auch nur für den allgemeinsten Fall, wenn man zum Beispiel, also wenn man einen Festkörper kristallin in triklinen Kristallsystem betrachtet, wo alles schief ist und die Einheitszelle dieses Kristalls schaut irgendwie so aus und hat auch unterschiedliche Längen, das schreit nach einem allgemeinen Basisvektorsystem, was man da dann hineinlegen könnte zum Beispiel. Aber das tun wir jetzt nicht weiter, das möchte ich nur andeuten. Also diese 21 unabhängige Komponenten braucht man zum Beispiel, um die elastischen Eigenschaften von Kupfersulfat richtig zu beschreiben und vollständig zu beschreiben. Ja, Kupfersulfat ist tatsächlich triklin. Aufgrund der molekularen Struktur ergibt sich das so. Aber es sind nicht alle Körper derartig komplex. Je höher die Symmetrien eines Körpers werden, desto weniger unabhängige Komponenten bleiben über. Und letzten Endes zeigt sich also, wenn man einen isotropen Festkörper betrachtet, also keinen Kristall, sondern einen isotropen Festkörper. In dem Fall bleiben dann nur mehr zwei unabhängige Komponenten über. Und das ist zum Beispiel der Dehnungsmodul und die Querkontraktionszahl. Der Dehnungsmodul beschreibt, wenn man eine gewisse Kraft anwendet, um wie viel dehnt er sich. Und die Querkontraktionszahl, wie sehr engt sich sein Durchmesser ein. Wenn man dehnt, muss ja irgendwie, kann man sich ja vorstellen, nicht? Das ist ja, muss ja die Querdimension irgendwie sich ändern. Und die beiden Dinge können noch einmal eben durch zwei unabhängige Komponenten beschrieben werden. Oder auch Torsions- und Kompressionsmodul wären auch zwei, ein Paar von Größen. Zwei unabhängige Komponenten. Und das kann man also sehr schön dann aus der Tensorrechnung schon erkennen. Und wenn man also jetzt den Fall der Flüssigkeit mit einbezieht, so wie wir es da hier auch gemacht haben, für eine Flüssigkeit unter Druck
da geht es ja dann nur darum, dass also, wenn man einen gewissen Druck ausübt, sich das Flüssigkeitsvolumen ein wenig reduziert. Und da ist es dann der Kompressionsmodul, der das beschreibt. Wie sehr gibt die Flüssigkeit nach, wenn man einen gewissen Druck ausübt? Und da hat man dann überhaupt nur mehr eine unabhängige Komponente. Und das ist die Kompressibilität. So viel und nicht mehr wollte ich Ihnen über diese Anwendung in der Elastizitätstheorie sagen. Richtig. Das wird experimentell festgestellt und es gibt große Tafelwerke, die man sich heute alle im Internet natürlich anschaut, wo für die verschiedensten Elemente und andere Stoffe, Verbindungen, dann diese Eigenschaften vermessen wurden. Da gibt es riesige Labors, die sich damit beschäftigen. Man hat heute, man weiß schon fast alles, also was man wirklich braucht, gibt es schon. Man kann sich nur mehr dann bemühen, noch eine weitere Digit wo hinzuzufügen, wenn man es wo ganz genau braucht. Nur als Ausblick möchte ich erwähnen, jetzt endet der Elastizitätstheorie. Sie haben doch am Anfang schon die Optik gehabt, die geometrische Optik. Da ist, glaube ich, von polarisiertem Licht noch nicht die Rede gewesen. Da braucht man auch dann den Wellenaspekt des Lichtes, um das entsprechend beschreiben zu können. Aber es zeigt sich also, dass Kristalle auch ganz merkwürdige Eigenschaften haben, was die Optik betrifft. Und dass es also da ordentliche und außerordentliche Strahlen gibt, dass die Polarisationsebene verändert werden kann, dass es mehr als einen Brechungsindex in verschiedenen Richtungen geben kann. Die Kristalloptik im allgemeinen Fall ist eine recht verzwickte und umfangreiche Theorie. Und in einem ordentlichen Optikbuch wird ein erheblicher Teil sich mit Kristalloptik auseinandersetzen. Woher kommt das? Wiederum aufgrund der Anisotropie der Körper. Wenn Sie Glas hernehmen, das ist also ein isotroper Festkörper, der durchsichtig ist, da hat man keine Doppelbrechung. Wenn Sie aber irgendeinen Kalkspat oder sowas nehmen, ein Kristall, dann sehen Sie auf einmal dahinter das Bild doppelt mit einem ordentlichen und einem außerordentlichen Strahl, je nach Polarisationsrichtung. Vielleicht haben Sie von sowas einmal was gehört, so diese Doppelbrechung. Sagt Ihnen der Ausdruck Doppelbrechung etwas? Sollte schon einmal vorgekommen sein. Naja, also da haben Sie dann wieder die Sache und bei der Kristalloptik wendet man auch die Tensorrechnung an. Sie haben vielleicht gehört in der Elektrizitätslehre, das, nicht jetzt in der Vorlesung, kommt jetzt im Sommersemester, wir tun ja da übergreifend Beispiele heute besprechen, dass der Vektor der elektrischen Feldstärke und der elektrischen Verschiebungsdichte einfach lautet D-Pfeil, die Verschiebungsdichte ist Epsilon mal E-Pfeil. Und Epsilon beinhaltet im Wesentlichen die optischen Eigenschaften des Mediums, in dem sich die elektrischen Wellen, elektromagnetischen Wellen ausbreiten. Das geht so lang gut, solang D und E immer zueinander parallel sind. In einem Kristall sind sie das nicht mehr und wir haben dann ein DI ist Epsilon IK mal EK. Und da haben wir dann hier den Tensor der Dielektrizitätskonstanten und nicht mehr nur einen. Aber um das schwindelt man sich am Anfang immer gern herum und beschränkt sich heute, der Einfachheit halber, auf isotrope Körper, denn da reicht das. Aber das benötigen Sie für einen anisotropen Körper und das ist die Grundlage der ganzen Kristalloptik. Wollte ich also nur in einem Wort noch hinzufügen, da gibt es
eine Horde von anderen Anwendungen auch noch. Aber jetzt wollen wir auch wieder mit den Grundlagen weiterkommen. Aber ich hoffe, dass ich Sie ein bisschen motivieren konnte, dass das, was wir da so bis jetzt gemacht haben, in der Physik eigentlich fast allgegenwärtig ist. Nur in den Einführungsvorlesungen versucht man geflissentlich Fälle auszulassen, die das erforderlich machen. Aber schon bei der Rotation eines starren Körpers kommen Sie nicht drum herum, den Trägheitstensor verwenden zu müssen, weil eben da auch wieder der Vektor der Winkelgeschwindigkeit und der Vektor des Drehimpulses nicht im Allgemeinen parallel zueinander sind. Und das ist eine höchst einfache Sache, das kann man sehr leicht nachweisen. Also schon in der Grundausbildung kommt man mit den Dingen in Berührung. So, bitte. Ich habe noch eine Frage, woher weiß ich, dass dieser Tensor vierter Stufe 81 Komponenten hat und dass die aufgrund der Symmetrie 21 Komponenten hat? Indem man sich hinsetzt und das ausprobiert. Also, dass er 81 hat, ist schon klar. Weil wenn Sie vier Indizes haben, dann jeder läuft von 1 bis 3. Wenn Sie zwei Indizes haben, haben Sie 3 mal 3, haben Sie 9. Wenn Sie drei Indizes haben, haben Sie 3 mal 3 mal 3. Haben Sie 3 mal 3 ist 9 mal 3, 27, einen Zahlenwürfel. Und bei vier Indizes können Sie sich das nicht mehr so vorstellen. Da haben Sie also dann 3 so Zahlenwürfel sozusagen nebeneinander. Und dann haben Sie 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27 mal 3 ist 81. So viel kann es im höchsten Fall geben, wenn Sie alle diese Indizes L, M, I, K alles durchlaufen lassen. Jeder von 1 bis 3. Das ist ein ganz einfaches Spiel. Und wenn Sie dann wissen, dass das symmetrisch ist und das Vertauschen der beiden auch symmetrisch ist, das kann man, wenn man sich das genauer anschaut, beweisen. Dann fallen etliche weg von denen, die gleich sind. Und dadurch bleibt nur weniger über, die noch unabhängig voneinander festzulegen sind. Und das ist etwas, was ich mir in meinem bisherigen Leben nie angetan habe, dass man sie wirklich hinsetzt und das durchixt. Und wenn man das also macht, da kann einem wahrscheinlich heutzutage auch der Computer sehr gut helfen, aber es zeigt sich eben durch Abzählen, wie man in der Mathematik oft so schön sagt, durch Abzählen, dass 21 unabhängige Komponenten bleiben. Witzig, ist so. Wir haben das sehr konkret festgelegt. Wir haben gesagt, drei Dimensionen und genau diese vier Indizes und wie die Symmetrien ausschauen. Und wenn man das alles von oben bis unten durchgeht, dann bleiben ihnen letztlich witzigerweise gerade 21 über. Und es zeigt sich, dass man etwa für Kupferzufahrt wirklich 21 braucht. Davon sind überall drei Winkel, die drei Winkel der drei Kristallhauptachsen zueinander. Das sind dann auch solche Module. Ja, also noch näher will ich darüber nicht mehr reden, weil das wird jetzt dann zu langwierig. Und wir haben noch was anderes Wichtiges vor uns. Eigentlich wollte ich das alles kürzer machen, aber andererseits wollte ich es auch so machen, dass Sie es verstehen. Jetzt kommt das Kapitel 10. Jetzt haben wir ja darüber gesprochen, Sie wissen, was Tensoren sind, Sie wissen, wie sie sich transformieren, was Tensoren 0, der 1., 2. und höherer Stufen sind. Jetzt wissen Sie eigentlich eh alles. Ja, leider immer noch nicht ganz. Noch einen Punkt muss ich hinzufügen. Und zwar in dem Kapitel sprechen wir über Pseudotensoren. Das hat jetzt gar nichts mehr mit der Elastizitätstheorie zu tun. Das macht man wieder ganz was anderes. Das war ein Beispiel und das ist jetzt fertig. Pseudotensoren, wer kommt wieder auf so eine Idee? Warum denn das jetzt auch noch? Sie werden sehen, es führt kein Weg dran vorbei. Nämlich, bei allem dem, was wir bis jetzt schon gemacht haben, haben wir immer noch eine Sache ausgespart. Das vektorielle Produkt zweier Vektoren. Dem wollen wir uns jetzt zuwenden.
Und es wird sich dabei herausstellen, dass das vektorielle Produkt zweier Vektoren im strengen Sinn nicht wirklich ein Vektor ist, sondern ein Pseudovektor. Verdammt noch einmal. Und damit man das also entsprechend gut darstellen kann und verstehen kann, muss man wissen, wovon die Rede ist. Es geht hier wiederum, wie immer bei den Tensoren, um das Transformationsverhalten. Die Pseudotensoren haben ein geringfügig unterschiedliches Transformationsverhalten von den, wie ich jetzt sagen möchte, richtigen Tensoren. Aber es geht nur um ein Vorzeichen. Aber so Vorzeichen können auch sehr heikel sein, wenn man sie nicht richtig wählt. Also am Kontoauszug ist ein Vorzeichen zum Beispiel sehr wichtig. Und auch bei anderen Gelegenheiten. Also Pseudotensoren. Wir machen das also in Vorbereitung auf das vektorielle Produkt. Und bei den Pseudotensoren wird es jetzt darum gehen, dass wir von Tensoren sprechen, die eben unter gewissen Umständen bis auf ein Vorzeichen sich anders transformieren als wirkliche Tensoren. Wie kommt man dazu? Da möchte ich eine Vorbereitung machen, indem wir über symmetrische und antisymmetrische Tensoren sprechen. Ich sage nicht asymmetrisch, antisymmetrisch. Und ich möchte auch sofort erklären, was das bedeutet. Wenn ein Tensor symmetrisch ist, dann kann man bezüglich eines Indexpaares, bei der Symmetrie haben wir zum Beispiel T I J ist gleich T J I. Wenn man sich das als Matrix aufschreibt, dann kann man die so miteinander austauschen, Sie wissen, was eine symmetrische Matrix ist. Dagegen bei einem antisymmetrischen Tensor wird das TIJ gleich minus TJI sein. Also das ist auch eine wichtige Einschränkung, aber es tritt ein Minus auf, wenn man die Indizes vertauscht. Das heißt, die Matrix, wenn da lauter Plus sind, sind da dann die entsprechenden Minus, aber trotzdem gibt es also eben diese Beziehung zueinander. Und das kann also entweder nur bezüglich eines Indexpaares sein oder bezüglich aller Indexpaare. Na, bei einem Tensor zweiter Stufe, den ich da jetzt hingeschrieben habe, gibt es ja nur ein Indexpaar. Aber bei einem Tensor dritter Stufe, müssen Sie dazu sagen, bezieht sich das jetzt auf die ersten zwei Indizes oder auf die letzten zwei oder auf den ersten und dritten, so wie wir es da oben ja schon gehabt haben, dass Sie da sowas mit sowas vertauscht oder so, derartige Symmetrien gibt es dann auch. Aber wenn man dann haben möchte, dass ein Tensor höher als zweiter Stufe, bezüglich jedes Indexpaars symmetrisch oder antisymmetrisch ist, dann spricht man von vollständiger Symmetrie oder vollständiger Antisymmetrie. Wenn Sie einen Tensor dritter Stufe haben und wir gleich damit zu tun haben, dann können Sie je zwei Indizes vertauschen und die Komponente wird ein negatives, wird sich ändern, aber nur mit ihrem Vorzeichen. Egal, welche zwei Indizes Sie vertauschen. Und da wollen wir also jetzt einmal als Spezialfall, na vielleicht etwas noch, damit es ein bisschen klar ist, wie das die Allgemeinheit einschränkt. Bleiben wir bei einem Tensor zweiter Stufe, so wie hier, entweder symmetrisch oder antisymmetrisch. Und wollen wir davon ausgehen, wir haben ein dreidimensionales System, also drei Basisvektoren. Wir haben ja ganz am Anfang schon erklärt, was man unter die Dimensionszahl eines Vektorraums versteht. Was werden wir dann haben? Also wenn keine Symmetrie vorliegt, wie viele Komponenten hat dann unabhängig ein Tensor zweiter Stufe? 3 mal 3 ist 9. Eine 3 mal 3 Matrix. Ganz klar. Na, wenn er aber jetzt symmetrisch ist, jetzt ist er symmetrisch. T1,2 ist T2,1, T2,2
T1, 3 ist T3, 1. T2, 3 ist T3, 2. Wie viele Unabhängige wird er also dann noch haben? Wie viel? 6. 6, ganz richtig, weil die 3 kann man natürlich wählen, T1, 1 ist gleich T1, 1. Und dann haben sie zum Beispiel noch D3. Aber die gehen dann nicht mehr, die sind durch die festgelegt, also 6. Was ist, wenn es antisymmetrisch ist? T1, 2 ist gleich minus T2, 1. T1, 3 ist gleich minus T3, 1. T2, 3 ist minus T3, 2. Wie viele Unabhängige hat der jetzt? Ja, sieht man mal an. Was ist mit dem mit 3? Ja? Naja, weil für TII muss ja gelten, dass es gleich minus TII ist. Genau. T1, 1 ist gleich minus T1, 1. Zu blöd. Und wenn auch T1, 1 gleich minus T1, 1 ist, dann können Sie es auf die andere Seite bringen. Und 2 T1, 1 ist 0 und daher muss T1, 1 gleich 0 sein. Das heißt, in dem Fall stehen da immer mit Sicherheit lauter Nullen drin. Also die drei Nullen da hier. Und was bleibt dann? Wie viel also? 3. Weil die anderen 3 sind ja durch das symmetrisch und min, also Antisymmetrie mit negativem Vorzeichen festgelegt. Also was Sie hier schon erkennen können, ist, die Antisymmetrie schränkt offenbar mehr ein als die Symmetrie. Zunächst einmal hätte man das gar nicht geglaubt, aber das kann man, glaube ich, hier sehr deutlich erkennen. Und jetzt wollen wir also insbesondere einen Spezialfall betrachten, den wir jetzt längere Zeit weiter verfolgen werden. Na, da bin ich. Als Spezialfall betrachten wir einen vollständig antisymmetrischen Tensor dritter Stufe. Und wir machen noch eine Spezialisierung. Das soll sich jetzt nur auf den dreidimensionalen Raum beziehen. Jetzt werden Sie denken, komisch. Alles macht er immer so allgemein und jetzt einfach nur auf dem dreidimensionalen Raum. Ja, ist eben so. Es wird sich aufgrund dessen zeigen, dass das vektorielle Produkt, das da so irgendwie im Hintergrund schon auf uns lauert jetzt, auch in der Form, wie wir es immer verwenden, nur im dreidimensionalen Raum definiert ist. Während das Skalarprodukt, können Sie in jede beliebige Dimension sagen, aber nicht das vektorielle Produkt. Wenn man als vektorielles Produkt zweier Vektoren wieder einen Vektor erhalten möchte, dann geht das nur im dreidimensionalen, auch nicht im zweidimensionalen, ausgerechnet nur im dreidimensionalen Raum. Und es ist unser Glück, dass wir in so einem Raum leben. Jedenfalls drei Raumdimensionen. Das mit der Zeit ist wieder eine zweite Geschichte. Da schaut die Geschichte wieder anders aus. Also, einen vollständig antisymmetrischen Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum. Den schauen wir uns jetzt an. Und schauen einmal an, was es denn da für verschiedene Komponenten gibt. Nennen wir in T einmal die erste Komponente, die wir betrachten, T1, 2, 3. Also ich schicke gleich voraus, nach dem, was wir da schon erlebt haben, in dem Augenblick, es muss ja vollständig antisymmetrisch sein, in dem Augenblick, wo zwei Indizes gleich sind, ist es schon 0. Die Komponente, brauchen wir gar nicht mehr weiterreden. Denn wenn man dann die zwei miteinander vertauscht, ändert er das Vorzeichen, ansonsten bleibt aber alles, wie es ist, daher muss es 0 sein. Also es bleiben als nicht verschwindende Komponenten dieses vollständigen antisymmetrischen Tensors dritter Stufe nur diejenigen Komponenten über, wo alle drei Indizes unterschiedlich sind. Also da hat man schon eine gewisse Einschränkung, wie viel werden denn dann eigentlich sein? Wie viele Permutationen hat denn das Triple der Zahlen 1, 2, 3? 6, 3 Faktorelle, 3 mal 2 mal 1 ist 6, also nur 6. Dann schauen wir, was da alles passiert.
jetzt wollen wir einmal so drauf los permutieren. Also als erstes können wir jetzt zum Beispiel die ersten zwei vertauschen. Machen wir aus dem T123 ein T213. Aber damit handeln wir uns ein Minus ein. Wegen der vollständigen Antisymmetrie. Weil bezüglich jedes Indexpaars ist es antisymmetrisch. Dann als nächstes. Wie viel Platz brauche ich noch? Okay. Da vertauschen wir zum Beispiel. Dann haben wir T231. Und dann muss wieder ein Minus kommen, damit wird es der Plus. Dann haben wir ist gleich. Jetzt vertauschen wir heute wieder die ersten. Dann haben wir aus dem, kriegen wir wieder ein Minus, T321, nicht? 321. Jetzt vertauschen wir heute wieder die zweiten. Dann wird es wieder Plus, T312. Und wenn wir jetzt nochmal die ersten vertauschen, haben wir wieder Minus, T132. Aber da haben wir schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr gibt es gar nicht mehr. Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier wieder vertauschen würden, kriegen wir T1, 2, 3. Und das war schon da. Das heißt, es hupft wieder nach vorn. Der Kreis schließt sich. Und die sind alle untereinander gleich. Wie viele unabhängige Komponenten hat also dieser vollständig antisymmetrische Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum? Eine. Und im Allgemeinen hat ein Tensor dritter Stufe im dreidimensionalen Raum 3 mal 3 ist 9 mal 3 ist 27. Wenn ich nichts anderes sage, als verlange, er soll vollständig antisymmetrisch sein, bleiben von den 27 unabhängigen Komponenten überhaupt nur mehr eine über. Wer hätte das gedacht? Aber immerhin eine. Denn wenn da jetzt blöderweise da noch ein Minus rüberkommen war daher, dann wäre alles Null. Dann, das wäre also dann trivial, aber so ist es nicht. Gott sei Dank, ein bisschen was bleibt stehen bei dem Ganzen. Also man kriegt hier einen Tensor mit einer einzigen unabhängigen Komponente. Und jetzt wollen wir ein bisschen anschauen, wie denn das ist. Ich unterstreiche jetzt so, die da plus sind alle. Und so die minus sind. Und schauen Sie mal, da haben wir 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Fällt Ihnen da was auf? Die sind zyklisch gleich. Dagegen, die sind zyklisch ungleich. Also wenn man so da 1, 2, 3 hernimmt, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Und andererseits, in der anderen Richtung 2, 1, 3, das geht so rüber. 3, 2, 1 geht so und 1, 3, 2 geht wieder so. Das ist die Richtung, wenn die negativen Vorzeichen da stehen. Also Sie sehen, zyklisch gleich 1, 2, 3 sind 3 davon und zyklisch gleich 3, 2, 1 oder zyklisch ungleich 1, 2, 3 sind die anderen. Wir haben am Anfang sowas einmal schon gehabt bei den Determinanten, wenn Sie sich erinnern. Das hängt da alles eng miteinander zusammen. Auch dort gibt es diese Symmetrien und Antisymmetrien. Und das lässt sich, ließe sich auf mehr als drei Dimensionen verallgemeinern, aber da geht es nicht mehr mit zyklisch gleich oder ungleich, da müsste man von geraden und ungeraden Permutationen sprechen. Wie viele Permutationen man braucht, um von einer Ausgangspermutation zu irgendeiner bestimmten zu kommen. Ob das eine gerade Anzahl von Permutationen oder eine ungerade Anzahl von Permutationen ist. Na, nachdem ich aber jetzt von vornherein gesagt habe, wir reduzieren uns auf den dreidimensionalen Raum, kann man auch sagen, zyklisch gleich oder zyklisch ungleich. Ja? Verständlich? Also ich hoffe, Sie bleiben dieser Sache treu, obwohl wir jetzt schon wieder so viel mit Indizes getan haben, aber ich glaube, Sie werden schon langsam auch die
Furcht davor verlieren. Ich wünsche Ihnen schöne Feiertage. Freut mich, dass Sie bis jetzt der Sache da sich nicht haben abschrecken lassen. Und im Jänner geht es dann weiter und dann kommen wir zum vektoriellen Produkt. Dankeschön.